aus der Saarbahn. Wir haben Juni 2017. Es ist der heißeste Tag im Jahr. Es ist der Tag nach dem Sommeranfang. Und wir haben zwei Jobticket-Nutzer hier, die wir mal kurz interviewen, was so Tolles am Saarbahn fahren. Wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Jörg Jürums und ich benutze täglich die Saarbahn auf der Strecke von Nebach nach Saarbrücken. Sie kennen sich gut aus, Sie arbeiten nämlich für den Konzern. Richtig. Ich bin im Stadtwerke-Konzern tätig, jawohl. Und ist natürlich naheliegend, dass ich natürlich auch das Jobticket nutze. Zumal es auf der Strecke Lebach-Saarbrücken mit dem Auto gar keinen Sinn mehr macht. Genau. Warum macht das keinen Sinn mehr im Auto? Erstens schon mal den morgendlichen Stau für die Landeshauptstadt Saarbrücken einzufahren. Und am Mittag habe ich eben in der Rush-Hour genau das Gleiche. Sie haben immer verstopfte Straßen und vor allem zu den Rush-Hour, wie gesagt, ist das ein Riesenproblem. Genau, Sie haben ja die gleichen steuerlichen Vor- und Nachteile wie alle anderen, nehme ich an, dass Sie das Jobticket nutzen können. Das heißt, was haben Sie für einen Vorteil aus dem Jobticket? Jobticket erst schon mal, also Sie meinen jetzt steuerlich? Ja, genau. Ja, es ist absetzbar, wie meine Kilometer genau. Im PKW genauso. Es ist absetzbar, jawohl. Das heißt, Sie zahlen es im Prinzip vom Brutto, mehr oder weniger. Das heißt, es ist steuermindernd. Ja, ja. Was schätzen Sie denn so am Bahnfahren? Was ist denn so das Entspannendste für Sie? Also für mich ist es eine gewisse Lebensqualität mittlerweile schon. Das heißt, ich steige in die Bahn rein, lese Zeitung, genieße die Landschaft, komme entspannt zur Arbeit. Genauso komme ich auch entspannter nach Hause. Sie fahren von wo bis wo, ganz genau? Ich fahre von Saarbrücken, Hauptbahnhof, gehen dann mit der S1 nach Lebach, Bahnhof. Okay, und das dauert wie lange ungefähr? Die Bahn ist genau 48 Minuten unterwegs. Ja, eine Strecke. Super, 48 Minuten, das bedeutet mit dem Auto von Lebach, das kommt ungefähr auch hin, ja, das sind ungefähr 40 Minuten? Das kommt hin, wenn Sie Pech haben, fahren Sie eine Stunde. Okay. Das kommt natürlich auf die Lage an, auf die Verkehrslage an. Klasse. Wenn Sie jetzt mal so die Saarbahn sehen, den ganzen Konzern und der Aufwand, der betrieben wird, ja, um den Leuten das Fahren möglich zu machen, ja, viele sehen ja oft gar nicht, was da alles dahinter steckt. Sie blicken ja so ein bisschen dahinter. Wie viele Leute da beschäftigt sind, wie viel Aufwand das ist, dass jeden Tag die Bahnen pünktlich fahren? Es ist ein Riesenaufwand, steckt eine riesen Logistik hinten dran, ganz klar. Ich meine, der Stadtwerke-Konzern hat knapp 1000 Beschäftigte. Und es ist natürlich wichtig, dass der Nahverkehr dementsprechend auch gefördert bzw. gestaltet wird. Es gibt das Jobticket in verschiedenen Ausführungen. Was haben Sie für eine Ausführung? Ich habe das Bürgerticket, das heißt, ich kann es für das ganze Saarland nutzen. Okay, ist das praktisch? Manchmal nutzen Sie das? Ja, ich nutze das auch privat. Das heißt, ich benutze es auch am Wochenende mit meiner Frau zum Beispiel für einen kurzen Trip nach Saarbrücken, um Theater oder Restaurant zu besuchen. Zahlt Ihre Frau denn was, wenn Sie die mitnehmen? Nein, das ist ein Jobticket, ist es mit drin. Das bedeutet, ich kann am Wochenende bzw. ab 19 Uhr auch werktags bis zu 3 Personen, 3 Erwachsene mitnehmen. Das heißt, Sie dürfen insgesamt zu viert fahren? Zu dritt. Das heißt, Sie dürfen 2 Personen mitnehmen? Richtig, und dann genau. Richtig, okay, richtig, klasse. Korrekt. Super. Was mich unglaublich interessieren würde, ist die Erlebnisse, die Sie teilweise in der Saarbahn haben, wenn Sie Menschen beobachten. Das heißt, Sie haben ja die Zeit, sich wirklich zu konzentrieren, was ja im Fahrzeug schwierig ist. Ja? Da, Sie können mal eine Kurznachricht schreiben, Sie können Zeitung lesen, Sie können andere Menschen beobachten. Was fällt Ihnen am meisten auf? Also unter beobachtenden Menschen ist es weniger bei mir, weil ich konzentriere mich, habe eben genieße, vor allem ab der Strecke Walbershofen, das war ehemalige DB-Strecke, die Landschaft, weil es ist eine sehr schöne Landschaft. Und innerstädtisch höre ich oft Musik oder lese irgendwas. Okay. Und das ist gar kein Thema, also wenn man Kopfhörer hat, kann man in Ruhe einfach mal Mozart, Bach oder wen auch immer hören? Richtig, totale Entspannung. Für mich ist es absolute Entspannung. Was haben Sie denn festgestellt? Sie fahren morgens wann los? Ich fahre um 5.24 Uhr in Lebach los. Ja. Und mittags benutze ich oft die Bahn um 16, 13 fährt die. Okay. Oder 15.53 Uhr. Aber was sind das für Menschen, die mit Ihnen mitfahren? Also zu Hauptzeiten, morgens sind in der Regel Berufstätige. Hey, Schüler auch, nehme ich an? Nee, so, Schüler. Weniger. Die fahren früher. Die Uhrzeit eher weniger. Nachmittags habe ich eben hauptsächlich berufstätig, so was ich habe eben beobachtet und mitbekommen. Ist das entspannend, das Fahren, auch wenn die Saarbahn mal ein bisschen voller ist? Also ich muss sagen, klar, es ist manchmal ein bisschen stressig, gerade im Bereich innerstädtisch, bis Siedlerheim, ist die Bahn hier da schon voll. Da würde ich mir wünschen, man könnte Doppeltraktion fahren. Das heißt, fahren wir übrigens gerade jetzt im Moment. Das heißt, richtig, zurzeit fahren wir mit Doppeltraktion.
Das heißt, es wäre wünschenswert. Es ist natürlich nicht immer abbildbar, weil so viele Fahrzeuge stehen natürlich nicht zur Verfügung. Das ist natürlich für die Rush-Hour wäre das natürlich ganz oder interessant, Doppeltraktion einzusetzen. Ja. Wobei die Taktung ja innerstädtisch ja auch schon besser ist, wie jetzt Richtung Lebach. Aber ab Riegelsberg oder ab Heusfelder ist da total Entspannung in der Bahn. Wenn Sie jetzt mal zusammenfassend, ich nehme an, dass Sie mal eine Hochrechnung gemacht haben, so schätze ich Sie so ein bisschen ein. Sie wissen, was Sie auf einer Fahrt von Lebach in Richtung Innenstadt auch an Verbrauch haben, wenn Sie das Fahrzeug benutzen, oder? Ist das, ich glaube, überhaupt nicht abbildbar mit dem Jobticket? Das kostet quasi gar nichts im Vergleich. Nein, das ist nicht abbildbar. Also ich sag mal so, es ging nicht nur um die Betriebskosten. Für mich ist stressfrei, absolut stressfrei. Für mich bedeutet mittlerweile Autofahren Stress. Echt? Lernt man das dann, wenn man hier entspannt durch Wiesen und Wälder fahren kann? Das ist ein Lernprozess, das muss man lernen. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sollte ich mal ein Probeabo versuchen. Zuerst mal probieren, mal wirklich jedem selbst überlassen, mal ausprobieren. Ja. Und dann kann man mitreden. Okay, klasse. Weil jeder Mensch hat eine andere Richtung, beziehungsweise auch eine... Wie viele von den Mitarbeitern von der Saarbahn konnten Sie denn oder von Ihrem Konzern konnten Sie denn bereits überzeugen, auch ein Jobticket zu nehmen? Oder ist das so eine Einstellungssache? Das ist eher eine Einstellungssache. Zahlen kann ich im Moment noch nicht nennen. Ja, das okay. Aber Sie sind laufend dran, wenn Sie mal gefragt werden, wie ist denn das mit dem Jobticket? Selbstverständlich berichte ich davon, weil das sind die Erfahrungswerte, die man weitergeben kann. Ja. Ja, ist ganz klar. Theorie und Praxis sind da natürlich schon ein Unterschied. Was zahlen Sie im Moment? Ich zahle 101 Euro für das Bürgerticket im Monat. Okay, und was haben Sie für steuerliche Ersparnisse ungefähr? Was denken Sie? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, okay. Sind aber dabei. Das werden wir dann auf jeden Fall im Interview mit der Sarah noch mal klären, ja, wie das genau funktioniert. Aber Sie würden es jederzeit wieder machen? Auf jeden Fall. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Okay, jetzt fahren wir gerade Richtung Saargemünd, richtig? Ja. Genau, das heißt, es ist genau nicht Ihre Strecke. Die fahren das Sie selten. Das ist eine bisschen unbekannte Strecke, aber auch sehr interessant zu fahren. Okay. Super. Ich habe keine Fragen. Haben Sie noch Fragen? Nicht mehr. Super. Wunschlos glücklich. Wir haben noch jemand, den wir jetzt mal ganz kurz interviewen. Wenn Sie so nett sind, mal ganz kurz auf die andere Seite wechseln. Ja, das machen wir jetzt mal so ganz spontan. Heute ist ein heißer Tag, oder? Heute ist ein super heißer Tag, ja. Genau. Und also Sie sind ganz mächtig am Schwitzen. Will Sie sich mal kurz vorstellen? Mein Name ist Claudia Bock und ich arbeite bei Faberkabel. Das ist eine Kabelfirma hier in Saarbrücken. Kabel, das heißt, Sie produzieren Kabel? Wir produzieren keine Kabel, wir sind ein Händler für Kabel. Aber ein großer, gell? Ein großer Händler, genau, 300 Millionen Umsatz im Jahr. Und es gibt, also die Zentrale ist hier in Saarbrücken und die Logistikstandorte sind in Deutschland verteilt. Aber so der Großteil der Mitarbeiter arbeitet hier, 100 Mitarbeiter haben wir vor Ort. Okay, und Kabel, das sind jetzt keine, ich nehme an, es sind hauptsächlich Stromkabel oder EDV-Kabel oder irgendwas? Wir haben alles, Stromkabel, Lichtwellenleiter, genau, alles, was Sie brauchen, um ein Büro auszustatten, um ein Gebäude auszustatten. Windräder, alles. Ja. Okay, das heißt, Sie sorgen dafür, dass Deutschland an Strom steht, mehr oder weniger, unter anderem. Was machen Sie ganz genau? Ich bin fürs Marketing verantwortlich. Okay, das heißt, Sie kennen auch die Frau Kirchhoff, die das Marketing macht hier bei der Saarbahn, zufälliger, die hat Sie mal kurz gefragt, würden Sie das machen? Aber das Jobticket haben Sie jetzt nicht aus Marketinggründen, sondern weil Sie das sehr praktisch finden, oder? Genau, ich finde es super praktisch und es war auch ein Grund irgendwie, dass ich was für die Umwelt tun wollte. Also ich wohne mitten in der Stadt und auch mein Arbeitgeber liegt mitten an der Saarbahntrasse. Das heißt, ich habe einen Weg von insgesamt 12 Minuten von der Johanniskirche quasi bis oben am Rastpol, wo wir den Standort haben. Und ich finde es super praktisch, weil ich wohne ansonsten mitten in der Stadt, habe auch immer ein Parkplatzproblem. Also ich habe auch ein Auto, mache das aber oft so, dass ich das Auto dann entweder zu Hause stehen lasse oder oben beim Arbeitgeber stehen lasse. Wenn ich dann weiß, ich muss das Auto nicht mehr einsetzen, fahre ich einfach mit der Bahn und bin da extrem flexibel dadurch. Ja, das heißt aber auch, für Sie ist das besonders interessant, weil die Saarbahn fährt dann alle paar Minuten für Sie. Quasi, Sie könnten jede nehmen, oder? Genau, alle 7 Minuten fährt die Saarbahn. Das ist richtig super. Ja. Also, lass mir das nochmal auf der Zunge zergehen. Alle 7 Minuten. Alle 7 Minuten, das ist fast Berlin, ja. Das ist fast Großstadt, Riesenhauptstadt, ja. Da soll ich noch einer beschweren, ja. Nee. Ist aber jetzt ein Ausnahmefall, weil Sie halt wirklich auf der Hauptstrecke liegen, ja. Und Sie können jede Bahn nehmen, oder? Ich kann jede Bahn nehmen, das ist genial, ja. Das heißt, wenn Sie die eine Bahn gerade verpasst haben, umso besser, können Sie noch per SMS schreiben. Genau, oder den Gesprächen zuhören. Das mache ich extrem gerne.
Stimmt, die Frau Kirchhoff hat mir das erzählt, dass sie also anders wie der Kollege durchaus mal genau zuhören, was man ja auch darf. Also ich sag mal, die Ohren sind ja offen. Sind die Leute entspannt? Es gibt ja sogar Leute, die schreiben Bücher mit, über ihre Erlebnisse in Bus und Bahn. Also es gibt, glaube ich, irgendwie ein Autor in Essen, der auch immer diese Geschichten halt irgendwie quasi jetzt mittlerweile in Bücher verpackt. Das ist schon sehr schön. Also ich find's einfach auch toll, weil sie, wenn sie jeden Tag mit der Bahn fahren, sie sehen jeden Tag die gleichen Leute, sie sehen, wie die sich verändern, sie erleben Jahreszeiten mit denen, sie sehen, wenn jemand beim Friseur war, sie sehen irgendwie, die sind ja viele Schüler, die bei mir mitfahren, viele Kids, die jetzt älter werden. Also es macht einfach auch Spaß. Sprechen Sie die Leute dann schon mal an und sagen, hey, tolle Frisur, neue? Das jetzt nicht unbedingt, aber man fängt auch an, sich zu grüßen, obwohl man sich überhaupt nicht kennt. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie, ja. Wenn jemand das Video gesehen hat, ja, der wird Sie vielleicht demnächst an. Vielen Dank. Jetzt bin ich nicht mehr undercover unterwegs, genau. So, jetzt stellen Sie doch mal kurz das Jobticket vor, weil Sie zahlen es ja selber. Was haben Sie für eine Version vom Jobticket? Also ich denke, ich habe die simpelste Version vom Jobticket. Das ist ein reines Saarbrücken-Ticket, was in diesem ganzen Bezirk Saarbrücken gilt. Kostet, glaube ich, irgendwie um die 45 Euro. Und hat aber eben auch die Features, dass man dann am Wochenende irgendwie noch jemand mitnehmen kann oder abends ab 19 Uhr irgendwie auch noch Personen mitnehmen kann. Okay. Ja. Wir fahren jetzt praktisch nach Saargemünd. Das wäre jetzt nicht abgedeckt, aber die Saarbahn hat es ja bezahlt. Ja, wir dürfen mitfahren. Wenn Sie jetzt Kollegen haben, die sich schon mal am Jobticket fragen, Sie haben mehrere, die das auch nutzen, gell, bei Fahrer? Wir haben jetzt ca. 10% der Mitarbeiter, die das Jobticket nutzen. Also wir hatten das damals eingeführt und dann haben sich doch, ja, wie gesagt, 10% der Mitarbeiter dafür entschieden. Also welche, die vorher schon ein normales Ticket halt hatten, die konnten dann auch umwandeln in ein Jobticket. Und dann wurden quasi kamen noch neue Kollegen dazu und ich habe mich echt gewundert, wie groß der Zuspruch ist. Also es ist schon toll. Und das ist natürlich auch für Mitarbeiter, die neu bei uns anfangen, ist das natürlich auch ein super Feature, was wir anbieten können als Arbeitgeber. Okay. Wenn Sie das jetzt selber nutzen, das hat durchaus praktische Gründe. Das heißt, Sie brauchen sich keinen Kopf zu machen, wo stelle ich mein Auto ab? Dann ist das Auto heiß, Sie kommen entspannt nach Hause, Sie können auch mal länger in der Stadt bleiben, alle 7 Minuten kommt ja eine Bahn. Ganz genau so sieht es aus. Ja. Was ist Ihnen denn schon mal widerfahren in der Bahn, was Ihnen besonders hängen geblieben ist? Ach, Sie haben so ein paar Geschichten. Also es sind ja oft, wie gesagt, diese Leute, die immer mitfahren. Wir haben morgens immer so einen jungen Mann. Also ich nehme immer die Bahn um 7:12. Also an alle, 7:12. Sagen Sie Ihren Namen nochmal. Frau Mustermann. Genau. Nee, Spaß beiseite. Claudia Bock, ja. Genau, ich habe sie alle im Auge. Nee, das ist ein junger Mann, der wahnsinnig gerne auf seinem iPod gerne Fußballlieder hört oder Ballermannlieder. Wir hören allerdings nur das, was er singt. Achso, er singt mit? Er singt dann mit, sehr laut. Das macht er auch jeden Tag. Und mittlerweile ist es ja lustig dann zu sehen, weil die Leute, die jeden Tag mitfahren, die stört das auch gar nicht mehr. Da macht jeder, als wäre nichts. Die neu dazukommen, sind ein bisschen irritiert. Aber das sind so schöne Erlebnisse. Oder sie haben, der ist aber friedlich, oder? Der ist total friedlich, ein ganz lieber Kerl, ja. Oder sie haben einfach so lustige Gespräche von 14-Jährigen, die sich darüber unterhalten, wie ihre noch nicht vorhandenen 5-jährigen Kinder, dass sie auf gar keinen Fall ein iPad kriegen würden oder ein Handy, weil das alles viel zu teuer ist. Die 14-Jährigen? Die 14-Jährigen machen sich jetzt Gedanken über ihre noch nicht vorhandenen Kinder. Und haben Sie Kinder? Ich habe keine Kinder. Okay. Das heißt, ist es hochspannend, auch die anderen mal zu sehen, wie die so reagieren, was sie machen, was sie tun? Ja, nee, das macht einfach richtig Spaß. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass diese Strecke, die ich fahre, ich das Gefühl habe, irgendwie Saarbrücken ist nirgends so international wie auf dieser Strecke. Also sie haben alle Nationen, die da mitfahren. Das ist total irre. Also da sind Inder dabei, da sind türkische Mitbürger dabei. Das ist ein irres Spektrum. Und dann, okay, sie hören alle Sprachen und das macht einfach richtig Spaß. Okay, Sie kommen aus dem Saarland? Ajo. Ajo. Wo sind Sie geboren? In Saarbrücken. In Saarbrücken selbst, ja. Sie sprechen so schönes Hochdeutsch. Ja. Das ist so. Ich kann auch anders. Gut, das heißt, also heute Abend oder am Freitagabend, Samstagabend, Altstadtfest, würden Sie auch mit der Bahn natürlich fahren? Muss ich nicht, weil ich direkt in der Stadt wohne. Da, okay, kann ich sogar zu Fuß hingehen, genau. Okay, klasse. Ich bin so bio, das ist der Hammer, ne? So, Thema Jobticket. Wie viel kriegen Sie dazu vom Arbeitgeber? Vom Arbeitgeber kriege ich nichts dazu. Kriegen Sie nichts dazu, aber nee. Steuerlich, wie sieht das aus? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also es wird vom Brutto abgezogen. Es wird vom Brutto abgezogen, das ist schon mal wichtig. Das heißt nicht vom Nettolohn. Genau, nicht vom Nettolohn, aber was das jetzt ausmacht. Das ist jetzt die große Lohnthematik, ja, die es ja gibt, ja, dass hier so viele Abzüge da. Das heißt, das mindert erstmal Ihr Brutto und nicht Ihr Netto. Genau. Genau, super. Genau.
Prima. Also ich bin ganz begeistert, ja. Sie machen einen extrem entspannten Eindruck, ja. Wir fahren ja gerade Bahn, es ist unglaublich heiß draußen. Es ist irre heiß, ja. Auch hier drinnen ist es schön heiß im Moment. Genau, die Radiosender, die haben ja... nicht so schön, dass die Klimaanlage nicht so funktioniert. Ja, aber da habe ich mich schon informiert. Wir haben jetzt 37, 38 Grad. Das ist vollkommen in Ordnung, dass die mal... Also die sind ja ausgelegt für normale Temperaturen und da ist es auch immer schön kühl, oder? Hier. Ja, eigentlich schon. Prima. Wir stehen jetzt gerade hier. Das ab und zu hält die Bahn nochmal an. Ich glaube, auf Ihrem 12-Minuten-Trip, da kriegt man das nicht so mit, oder? Dass die dann öfter mal hält? Nee, das kriegen Sie nicht mit. Die fährt durch. Das ist, üblicherweise geht das ganz prima wie ein Uhrwerk, alle 7 Minuten. Okay. Das heißt, Sie würden auch jedem anraten, hey, fahrt Bahn und Busse entspannend, oder? Auf jeden Fall. Ich finde es super entspannt und ich finde es einfach lustig, weil Sie haben auch nochmal so ein Flashback quasi in die Schulzeit, wie... Für mich ist das so, wie ich damals im Bus gefahren bin, Hausaufgaben gemacht habe, das sehe ich natürlich heute alles auch nochmal irgendwie. Das hat sich ja nicht verändert. Okay. Und außer, dass jetzt viele Handys im Einsatz sind und manchmal die Leute über die Tür stolpern, weil sie mehr aufs Handy gucken als auf die Tür. Super. Frau Bock, ich bin ganz begeistert. Eine Mitarbeiterin von Faberkabel aus Saarbrücken. Und sie fährt gerne Bahn und Bus mit dem Jobticket im Jahr 2017. Vielen Dank für das nette Interview. Dankeschön. SaarVV Jobticket. Wir stehen heute am Eurobahnhof in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Hier ist jemand, der arbeitet bei einem Energieversorger, aber nicht nur bei einem Energieversorger, sondern jemand, der sich um Wärme, Energie und was weiß ich alles kümmert. Die Firma heißt STEAG. Stellen Sie sich mal kurz vor. Ja, ich bin die Svenja Schwarz, komme aus St. Wendel und arbeite bei der STEAG New Energies in Saarbrücken und nutze den SaarVV jeden Tag. Genau. Mit Bus und Bahn bin ich unterwegs. Wir stehen jetzt mitten an einem Busbahnhof und weil es hier so laut ist, gehen wir mal ein paar Meter weiter. Dann nehme ich Sie einfach mal mit. Ja, okay. Das macht Ihnen Spaß, Busfahren und Bahnfahren? Macht mir Spaß. Ich habe eine sehr gute Anbindung hier auch und mache das jetzt seit fast 4 Jahren, wo ich dieses Kartenmodell hier habe vom SaarVV. Bin sehr begeistert. Klappt alles wunderbar. Okay, das wunderbar klappen hat natürlich auch einen riesen Vorteil. Ihre Firma, die ist in Malstadt, Sie können quasi mehrere Buslinien benutzen. Welche alle? Die 102, die 108 und die 122. Die kommen auch alle kurz hintereinander morgens, sodass wenn der Zug mal Verspätung hat, es klappt wunderbar. So, wir gehen mal kurz dahin. Der mittlere Abfahrtsweg ist praktisch Ihr Weg und dann reden wir gleich mal noch ein kleines bisschen darüber, wie Sie von Niederlingsweiler, ja, da kommen Sie nämlich her. Ja. In die tolle Landeshauptstadt kommen. So, am besten stellen Sie mal kurz hier hin, dann habe ich Sie toll am Bild. Das ist praktisch Ihre Haltestelle hier, oder? Morgen, ja. Okay. So, ich filme Sie mal kurz, das ist die 122 vom SaarVV, 124, 128. Sie haben ein Jobticket, das gilt fürs ganze Saarland, oder? Das gilt fürs ganze Saarland, ist als Bürgerticket in Kombination und das ist hier bei uns in der Firma angeboten worden. Das wurde vorgestellt vom SaarVV und ist dann auch sehr gut angenommen worden. Wir haben da so zwischen 25 und 30 Leute, die da mitmachen. Und haben da auch eine monatliche Ersparnis von 12,5%. Und das macht wirklich sehr viel aus. Und ich zum Beispiel jetzt mit dem Bürgerticket kann im ganzen Saarland rumfahren und kann dann abends noch Leute mitnehmen, wenn ich möchte, 2 Personen. Und am Wochenende auch. Also das ist sehr von Vorteil, weil ich auch in Homburg wohne. Und in Homburg habe ich, als in Homburg gelebt habe, da habe ich meine ganzen Ärzte, Friseur, da fahre ich da auch immer noch hin und her. Also besser geht es gar nicht für den Preis. Wäre denn der Preis, was zahlen Sie für einen Preis? Ich bezahle jetzt 114,30 €, wenn ich es jetzt richtig im Koffer pro Monat. 114,30 € wird auch direkt abgezogen vom Bruttolohn? Wird bei mir vom Konto abgezogen. Wir haben diese Variante, wird direkt vom Konto abgezogen. Okay, prima. Das heißt, Sie haben einen Vorteil. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, wenn Sie jetzt mit dem Auto fahren würden, ja, die Kosten wären erheblich höher, oder? Die wären erheblich höher, weil ich einfach ja doch 80 Kilometer habe hin und her jeden Tag, ohne jetzt den Verschleiß vom Auto zu rechnen. Ich bräuchte Parkmöglichkeiten. Wir haben zwar ein Parkhaus, aber gut, das kostet jetzt einen kleinen Obolus, aber das ist auch oft sehr ausgebucht. Also das ist schwierig dann auch mit dem Parken hier in Saarbrücken. Ne? Genau, jetzt kommen wir mal auf das Thema, es macht ja auch Spaß, Bahn zu fahren, oder? Bei mir macht es Spaß, weil wirklich ich einen Zug habe, der so gut wie nie Verspätung hat. Ich fahre jetzt seit 4 Jahren und der hatte jetzt 2-mal Verspätung, wenn überhaupt. Also das klappt wunderbar. Das ist auch so ein Berufszug, der fährt um Viertel. Sag mal, das ist die Deutsche Bahn, mit der Sie fahren? Ist die Deutsche Bahn, ja. Vom SaarVV verbunden. Ja, mit dem SaarVV, wie gesagt, der Bus, das klappt auch wunderbar morgens. Habe ich auch keine Liebe Probleme. Deutsche Bahn, Sie haben jetzt kein Geld dafür bekommen, dass Sie das sagen? Nein, auf keinen Fall. Also ist so, der ist kommt so. Pünktlich, meistens, allermeistens. Die Busse auch pünktlich, auch im Winter, muss ich sagen. Im Winter habe ich auch noch nie Probleme gehabt, auf die Arbeit zu kommen. Weder mit Bahn noch hier mit dem Bus dann, mit der Busanbindung. Das klappt wunderbar. Die sind pünktlich und auch mittags fahre ich auch wieder zurück hier an Bahnhof, meistens mit dem Bus dann. Klappt auch alles wunderbar. Und die allumfassende Frage, wenn Sie mal länger arbeiten müssen, ja, das tun Sie ab und zu mal, nehme ich an, ja, wie klappt es dann? Auch gut. Die Busverbindungen sind ja gewährleistet, dass ich auch diese 3 Linien habe, mit denen ich fahren kann.
habe ich immer eine Möglichkeit, einen Bus zu nehmen. Die gehen dann um 19 nach, um halb jeweils, um 11 nach. Also ich habe jede Menge Möglichkeiten, mit dem Bus wieder hier an den Bahnhof zu kommen. Was macht man denn so den ganzen Tag, wenn man hier, ich sag mal, im Zug sitzt? Wie lange dauert die Fahrt? 40 Minuten eine Strecke. 40 Minuten. Das heißt, man hat auch Zeit nachzudenken ab und zu? Ja, ich lese was, höre ein bisschen Musik. Man kann ja so viel machen. Manchmal schlafe ich auch einfach nur. Das tut auch mal gut. Wenn Sie es nochmal sagen, bitte. Was machen Sie manchmal? Sie schlafen? Schlafen. Okay. Ist man morgens schon mal müde? Ist man müde, wenn man um 5 Uhr aufsteht. Wann geht es morgens los? Abfahrt? Um 6 Uhr aus dem Haus. Der Zug geht um 6.18 Uhr. Abends zurück? Um meistens 4:30 Uhr. 4:30 Uhr. Das heißt, Sie sind dann zu Hause so um 5:30 Uhr? So 5:45 Uhr, 5:30 Uhr, ja. Prima. So, Thema ist ja Jobticket, ja. Die Frage ist wirklich die Alternative. Das heißt, Sie müssten ja dann morgens im Auto losfahren, wenn es zum Beispiel schneit. Auch doof, oder? Würde ich im Winter nicht machen. Die B41 von St. Wendel ist ganz blöd zu fahren. Jede Menge Verkehrsstau, gerade im Winter. Also ich habe es mit meinem Mann lange gemacht. Er hat mich oft mitgenommen nach Saarbrücken, bis auf die letzten 4 Jahre. Odyssee. Jetzt beschreiben Sie mal die Fahrt am Wochenende. Wie kommt man denn von Niederlinks weiter nach Homburg? Sehr gut. Ich fahre bis nach Neunkirchen. Steige in Neunkirchen um. Meistens wartet schon der Anschlusszug auch da. Und dann bin ich innerhalb auch von 12 Minuten von Neunkirchen in Homburg. Ja. Echt? So schnell? So schnell. Okay. Jetzt die negativen Aspekte. Gibt es schon mal volle Züge? Gibt es auch. Oft fehlt mal, also ab und zu fehlt ein Wagen jetzt bei dem Frühzug. Aber gut, das ist halt Planung der Bahn. Ne? Das ist dann. Die steigen aber relativ früh ein. Das heißt, sie haben auch noch einen Sitzplatz. Oder? Ich krieg noch einen Sitzplatz. Bis jetzt habe ich noch nicht gestanden. Nee, aber ist manchmal schwierig bei der Bahn jetzt. Aber gut, geht. Kommt vielleicht zu 20%, 30%. Aber harmlos, oder? Harmlos, ja. Man kommt immer pünktlich hier an noch und kommt auf die Arbeit. Aber was war denn Schönes? Was ist Ihnen denn schon mal Schönes passiert in der Bahn, wo Sie sagen, hey? Mir passiert da jeden Tag Schönes. Ich habe nette Leute schon kennengelernt. Gerade in dem Zug, wo ich war, fahren immer Leute mit, die jeden Tag mit dem Zug fahren. Die kennen Sie schon? Echt, klar, das sind Leute, die kennen Ihren Namen arbeiten. Schon. Man unterhält sich über Gott und die Welt, man grüßt sich, die wissen schon, ja, das sind immer so die gleichen Leute. Hat also so eine Dynamik, ist angenehm. Okay, und ab und zu haben Sie schon mal erwischt, dass Sie einfach nur mal rausgeguckt haben aus dem Fenster? Ich gucke auch aus dem Fenster, ja. Okay. Klar. Nee, also ich lerne das jetzt so ein bisschen. Das heißt, Sie kennen mittlerweile Abfahrtzeiten auswendig, Sie kennen alle Linien. Das heißt, was würden Sie den Leuten sagen, die noch nie öffentliche Verkehrsmittel benutzt haben, ja, oder ganz, ganz lange nicht mehr? Das ist alles halb so wild, oder? Das kriegt man alles hin. Das ist alles halb so wild und ich würde auf jeden Fall raten, einfach mal auszuprobieren. Schont die Nerven, ist ein ganz angenehmes Fahren und man kommt zum Bücherlesen. Ich habe lange nichts mehr gelesen, seitdem ich wieder Zug fahre. Ja, zweimal 40 Minuten. Kriegt man viel gelesen. Was lesen denn gerade? Also im Moment lese ich gerade da von der Maike Winnemuth, die da beim Günther Jauch gewonnen hat, so 500.000. Die erzählt, die reist da um die Welt. Also okay. Ein sehr gutes Buch. Und das Buch kann man ja locker mitnehmen, ist alles kein Thema. Gut, viele sitzen da auch, wie ich auch, inzwischen öfter mit dem Kindle. Die haben dann das kleine Ding da. Also ein Reader, ja. Genau, und lesen dann, das ist ganz in. Oder viele lesen auch die Zeitung, mache ich jetzt nicht so, weil die behält immer mein Mann zu Hause. Was? Ihr Mann behält die Zeitung? Der behält die und liest die morgens, ja. Die Frechheit, das gibt's doch gar nicht. Ja. So, wir haben uns mal ein bisschen versteckt. Hier vorne kommt gerade eine Saarbahn ein, auch Mitglied von der Saar-VV hier. Das heißt, im Prinzip im Verbund können Sie alle Medien nutzen. Könnte ich auch nutzen. Wäre für mich auch genauso, nicht unwesentlich weiter als jetzt die Haltestelle vom Bus. Aber für mich ist der Bus, das hat sich so eingespielt. Ein bisschen Werbung für Ihren Arbeitgeber. Die STEAG, was macht die eigentlich? Die STEAG New Energy ist hier im Saarland, ist ein Tochterunternehmen von der STEAG GmbH in Essen. Das ist einer der größten Energieversorger hier in Deutschland und wir beschäftigen uns hier mit Kälte, Wärme, Energiedienstleistung jeglicher Art, Contracting. Die SNE, also das ist die Abkürzung von der STEAG New Energy, die hat zum Beispiel bei Ford das Heizkraftwerk gebaut, das BHKW in Homburg bei Karlsberg, in Michelin. Michelin ist ein großer Kunde von uns und diverse mehr. Die Fernwärmeversorgung hier läuft über die SNE. Und Sie haben erzählt, dass einige Kollegen ganz schön traurig wären, wenn Sie nicht da wären, weil Sie das Backoffice ein bisschen schmeißen. Ja, ich arbeite im Vertrieb. Mein Chef, dem Team, dem ich zugeordnet bin, der macht Projektentwicklung und dort arbeite ich im Backoffice-Team und was alles so anfällt, im Sekretariat, assistenzmäßig, wird von mir und dann auch von meiner Kollegin, wenn ich mal nicht da bin, erledigt. Okay, das heißt, Sie sind eine Frau, die mitten im Leben steht, ja, und würden das Jobticket auch jederzeit weiterempfehlen, oder? Jederzeit, uneingeschränkt, kann ich aus Überzeugung sagen. Wenn ich nicht überzeugt wäre, hätte ich hier auch gar nicht mitgemacht. Das okay. Wie viele Leute haben das schon jetzt bei der STEAG? Also bei uns, bei der New Energy, sind so 25 bis 30 okay. Haben das jetzt.
Okay, das ist aber auch jetzt erst am Anfang. Viele, die wollen ja erst mal sehen, wie das funktioniert, fragen vielleicht auch Sie mal, oder? Ja, gut, viele müssen halt auch eine Verbindung haben. Die gucken halt erst mal, wie ist es mit der Zeit, wie ist es mit der Verbindung. Ich habe jetzt halt auch eine extrem gute Verbindung. Ne? Das muss man halt für sich wissen, ob man dann nicht doch mit dem Auto kommen möchte. Also wenn man eine gute Verbindung hat, ist es auf jeden Fall was wert, das zu machen. Das heißt, es ginge bei Ihnen auch kaum schneller, selbst wenn Sie ein Auto hätten? Ginge kaum schneller. Also gar nicht. Ich brauche, nach St. Wendel fährt man auch im Berufsverkehr morgens 45 Minuten. Nee, ging nicht schneller. Also das ist so schon optimal, wie es mit dem Bus und Bahn und Saarbahn hier läuft. So, dann sagen Sie nochmal Ihren vollständigen Vor- und Zunamen in die Kamera. Ja, ich bin die Svenja Schwarz, komme aus St. Wendel, bin 49 Jahre und fahre jetzt seit fast 3,5 Jahren mit dem Ticket, mit dem Job, also mit dem Ticket hier vom SAVV. Genau, so sehen zufriedene Kunden aus. Haben Sie vielen, vielen Dank für das nette Interview. Sehr gern geschehen. Dankeschön.